vom Zuschauen beim Walzer schon schwindelig geworden ist, dann verwirren wir Sie jetzt noch ein bisschen mehr, denn wir führen Sie in ein Labyrinth. Dass es sich dabei nicht immer um kunstvoll zugeschnittenes Gebüsch handeln muss, das zeigt eine Ausstellung im Dokumentationszentrum für moderne Kunst in St. Pölten. Dort zeigen Kunstschaffende aus Europa und aus dem arabischen Raum moderne Labyrinthe. Im Labyrinth muss man sich entscheiden für diesen oder jenen Weg. Im Lebenslabyrinth heißt das, entscheide ich mich für das eine, lehne ich das andere ab. Der Blick wird eng, die Freiheit eingeschränkt, letztendlich droht politische Polarisierung. Doch es ist auch möglich, anderes, Fremdes gelten zu lassen. Kunst mit allen Mitteln aus zwei Kulturkreisen zum selben Thema. Die Falle im Labyrinth der großen Städte ist die Einsamkeit des Individuums innerhalb der Menge. Die Macht der selbsternannten Rechthaber bewirkt das Leid der Schwachen. Das Werfen von Steinen ist ohnmächtiges Aufbegehren. Liesl Ponger studiert Haltungen und Klischees des Fremden und dokumentiert ihre Entdeckungen, geht auf Reisen um die Erde, ohne die Heimat zu verlassen. Auch die Medien und die Seher tappen in die Falle. Die tägliche Flut von Informationen macht Wahrnehmung nahezu unmöglich. Sini Koret verarbeitet Erlebnisse in arabischen Labyrinthen und will zusammenführen. Dass wir beginnen, eben den anderen zu sehen, seine Verschiedenheit, aber auch seine Ähnlichkeit. Und dann gewinnt man einen Respekt und dann lernt man auch von dem anderen etwas. Und das ist leider dieser Kulturenwechsel, in dem wir uns heute befinden, gibt es viele Leute, die sich nicht bemühen wollen, ja, die noch auf ihren Standpunkt beharren wollen. Das ist für mich eine Falle. Aber aus dem Labyrinth mit viel Mühsal und doch mit Einsatz kann man hinein und wieder herauskommen. Konfusion und Überraschung. Es ist gefährlich, vom Baum der Erkenntnis zu naschen. Ein biblisches Thema in der Malerei aus dem Oman. Ein Ohr für andere haben führt zum Frieden mit uns selbst. Wer es deftig